Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal. Das ist mein neues Projekt. Yamaha SZR 660, die will ich wieder aufbauen. Wenn ihr wollt, bleibt dran. Falls es euch interessiert, gibt mehrere Teile, wie ich sie zerlege, zusammenbaue und wieder fit mache. Tja, so sieht es im Moment noch aus. Die hat den gleichen Motor wie meine Tenere, nur dass der Öltank ist hier. Und bei meiner Tenere ist er im Rahmen. Züge rausholen, nicht? So, locker drehen. Das war der Öffner, jetzt noch der Schließer. Müsste eigentlich auch gleich kommen. Komm raus da. So. So, kommst du raus. So, Züge sind ausgehängt. Jetzt schraube ich den lose. So, das ist auch lose. Vergaser ist draußen. Oh, ein bisschen Dreck drin, da muss aber richtig gereinigt werden. Na gut. Sechseinhalb Stunden später. So, nachdem ich den Vergaser auseinandergebaut habe, komplett gereinigt habe, habe ich ihn wieder eingebaut, den Luftfilter wieder eingebaut, den Tank wieder eingebaut. Der Vergaser ist wieder völlig in Ordnung. Dann hatte ich Probleme, dass sie anspringt, bis ich dann gemerkt habe, dass es an der Zündkerze lag. Neue Zündkerze rein, einmal gedrückt, war sofort an. Dann habe ich einen Ölwechsel gemacht, die komplette Öl raus und neues reingemacht. Jetzt unten die Wanne, die steht nur zur Sicherheit, weil ich ja noch am Putzen und am Basteln bin, damit mir das Wasser nicht am Boden läuft. Ja, und jetzt mache ich mich an die Felgen. Ich will das hier richtig schön glänzend machen. Das wird richtig schön hoch auf Hochglanz poliert. Und später wird dann innen drin, ich weiß noch nicht, ob ich das ab hier oder ab hier mache, werde ich die dann blau metallic folieren. Mit Sprühfolie. Ja. Ansonsten ist dieser Rennsemmel schon. Also Power hat er. Neue Reifen habe ich auch bestellt, weil die schon 6 Jahre alt sind. Die sind schon 6 Jahre hier drauf. Und tue ich die lieber weg. Dann werde ich die Karre erstmal wieder ein Stück nach vorne ziehen, und zwar damit. Ein bisschen anheben, festhalten und ziehen und ziehen und ziehen. Zack. So. Ich anfange natürlich erstmal mit der Vorderradfelge. Ah ja, und da sind die Krümmer. Da könnt ihr sehen,
wie die aussehen, wie dreckig die sind. So. Jetzt schleifen wir die Felge ab. Das ist mühselig, aber das Endergebnis spricht dann für sich. So. Eine Ewigkeit später. Aber kann sich doch sehen lassen. Die Krümmer kommen noch dran und die Hinterradfelge noch. Die wird auch noch besser gemacht. Danke.